Herr Schmadtke, Marcel Risse hat im TV-Interview ja, sinngemäß den Wechsel von Patrick Helms nach Köln ja schon bestätigt, hat gesagt, er wird morgen vorgestellt. Hat er da recht? Weiß ich gar nicht, was ich hier noch mache, wenn er das schon macht. Ha? Also ist ja, auf dem Platz wirbelt er und dann auch in der Mixzone. Das ist ja unglaublich, ein Tausendsasser, der Junge. Ja, sieht so aus, als ob wir morgen einen neuen Spieler verpflichten würden und den auch vorstellen dementsprechend. Und der dann Patrick Helms heißt. Das ist die einzige Möglichkeit, den Spieler zu verpflichten, weil sonst sind wir an keinem anderen dran. Wann konnte da Einigung erzielt werden? Also waren Sie jetzt während dem Spiel noch zugange oder gerade? Oder? Halbzeitpause, vor dem Spiel und dann direkt nach dem Spiel. Schon heiße Verhandlungen, also so rund um so ein Spiel oder ist das irgendwie... Das ist ein Düsseldorfer Kollege, wir kennen uns gut, das geht schon. Ja, ein Spieler, der euch sicher Qualitätsgewinn verspricht. Ein außergewöhnlicher Transfer, glaube ich, für die zweite Liga. Ja, wir hoffen uns davon, dass wir in Vorderreihen ein bisschen Entlastung bekommen für unsere bisherigen Stürmer und dass wir insgesamt eine Abschlussqualität dazu bekommen, die uns gut tut. So. Alles andere wird man dann sehen, wenn er wirklich da ist. Also ich meine, wir können die Dinge herbeisehen und herbeireden, aber am Ende werden sie umgesetzt werden müssen. Und wir denken, dass wir damit unserem Angriffsspiel nochmal ein bisschen Entlastung geben und auch neue Möglichkeiten geben. Können Sie schon was zu Modalitäten sagen? Wird er ausgeliehen oder hat er seinen Vertrag in Wolfsburg aufgelöst? Oder wie wird das aussehen? Er wird seinen Vertrag auflösen und dann bei uns einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben. Jetzt habt ihr heute den Gegner 4-1 aus dem Stadion geschossen. Dann kommt noch Patrick Helmes dazu. Führt der Aufstieg nur noch über den 1. FC Köln? Ja, und über 17 andere. Aber zum erweiterten Favoritenkreis würden Sie sich aufzählen? Ja, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine Zielsetzung haben, die wir verfolgen, die wir umgesetzt haben wollen. Aber also, ich kann hier ein bisschen Handstand machen und tanzen und tolle Dinge erzählen, aber damit wird die Wahrscheinlichkeit nicht größer, sondern die wird nur größer, wenn wir so spielen, wie wir heute gespielt haben, wenn wir mit Überzeugung spielen, wenn wir mit mannschaftlicher Geschlossenheit auftreten und wenn wir die Dinge umgesetzt bekommen, die der Trainer trainiert hat und sich ausgedacht hat für die Mannschaft. Ach, was manche Fans auch im Netz diskutieren, ist, geht der FC ein riesiges Risiko mit so einer Verpflichtung, Patrick Helmes, oder ist das überschaubar? Und ist immer die Frage, spielen wir alles oder nichts, oder ist das irgendwie... Nö, wir hören ja keinen 3-Jahres-Vertrag machen, wenn wir alles oder nichts spielen, sondern dann hätten wir vielleicht bis zum Saisonende gemacht. Aber es ist schon überschaubar, es ist ein minimales Risiko, gar keine Frage, aber es ist ein überschaubares und für alle Beteiligten auch ein tragbares. Also ich habe bis jetzt hier keine Menschen kennengelernt, die alle Dinge, die auch problematisch sein können, völlig ausblenden in der Diskussion, sondern die werden in Ruhe besprochen und nach Abwägung des gesamten Prozesses haben wir uns dafür entschieden. Welche Rolle hat die Verletzungsgeschichte bei Helmes gespielt, die zwei Kreuzbandrisse? Ja, natürlich spielt die Vergangenheit immer eine Rolle bei dem Spieler, aber aktuell ist er fit und können immer Dinge passieren. Also, kann man gleich überfahren werden. Aber deswegen bewege ich mich ja trotzdem im Straßenverkehr.